Burgenfolge! Have your attention, please. Seid gegrüßt, meine lieben Good Game Empire Freunde. Herzlich willkommen zu meiner neuen Burgenfolge, Burgen 27 hier auf dem International 1 Server. Schön, dass ihr dabei seid. Und ja, nach einer langen Pause gibt's jetzt wieder die nächste Burgenfolge. Und zwar hat sich in Burgen 27 Lord Tegral bei mir beworben. Und schaut mal. Level 19, Ehre 814 von Holy Glory Army. Ich möchte einmal kurz in die Allee gucken. Oh, King of Lay, da stand King of Lay, habt ihr gesehen? Research you, wir lassen und respektieren die Lays in Ruhe. Okay, ehrenhafte Armee. Wir sprechen Deutsch, wir sind die heilige ehrenhafte Armee, oh wie geil. Wir nehmen Deutsch auf, so wie Englisch. We are search players, German or English. 17 Mitglieder. Und der Hardest Gamer ist natürlich der Anführer. Ja, zwei Plätze noch. Also, guck mal, Bansi ist auch drin. Oh, wie schön. So viele Leute, die ich kenne. Voll geil. Dobbing. Todesblume ist auch da. Dich werde ich gleich auch besuchen. Aber erstmal gehen wir jetzt zu Lord Tegral und wir schauen mal. King of Lay ist das geil, ey. Cool. Ja. Lazarett hast du gebaut. Finde ich gut. Wirtshaus. Eins fehlt noch. Es baut sich gerade auf. Ich habe jetzt neues Internet, aber jetzt sitzen drei Leute da und sind im Internet und deswegen dauert es ein bisschen, bis das aufbaut. Hier, ich schub's mal deine Leute ein bisschen rum. Komm, beeilt euch und geht schön für Lord Tegral hier farmen. Ja, ich suche gerade deine Bäckerei. Ach, da ist sie. Ah, oh, Gott sei Dank. Bäckerei Stufe 1. Ja, sehr, sehr cool. Natürlich kriegt man mittlerweile die Bäckerei Stufe 1, zack, mit dem Klacks, mit dem Händeschnipsen, dadurch, dass sie halt nicht mehr so teuer ist. Aber ist halt schwieriger dann eigentlich quasi unsere alte Bäckerei auf Stufe 1 zu bekommen, weil, ja, jetzt muss man die auf 2 bauen und es kostet halt, ne? Ja, schön. Wo ist denn, kann es sein, dass du vielleicht schon ein Wirtshaus auf Stufe 2 gebaut hast, aber ich glaube nicht, ne? Ansonsten packt dir noch eins rein, dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ja, hier hinten ist eigentlich nur Verteidigung, Belagerungswerkstatt und die Mühle. Bald kannst du die auf 2 bauen. So, dann gehen wir mal gucken, was für Außenposten du hast. Einmal King of Lay, 39 Klicks von mir weg und ein 8er Nahrung mit Holz. Sehr, sehr cool. Zeig mal, auch wie schön der Bergfried aussieht. Das ist der neue Bergfried, der sieht echt toll aus. Also ich mag das sehr gerne mit den neuen Farben. Und ja, also jetzt kann man mal richtig gucken. Bei so einer kleinen Burg ist ja alles dann auch, das wirkt ganz anders alles, ne? Richtig geil, wie platt das Lager aussieht. Hier vorne, süß. Ja, schön. Ich habe mich noch nicht ganz dran gewöhnt, dass so neue Sachen sind. Nahrung 1, 37 Klicks von mir entfernt. Das wird der erste sein, den du eingenommen hast, weil der hat nämlich schon Bergfried auf Stufe 2, super. Türme würde ich auch auf Stufe 2 jetzt ausbauen. Ist ja schon eine ganze Zeit lang her, dass du dich bei mir beworben hast, weil ich habe eine ganze Zeit lang keine Videos gedreht. Ja, spielst du überhaupt noch? Kannst du mir ja mal in die Kommentare schreiben, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten freue ich mich sehr, dass du dich beworben hast und komm jetzt direkt zu deinem Ali-Kollegen Todesblume auf der 226 315. Schauen wir mal, da bist du und auch du bist nur 24,4 Klicks von mir weg. Holy Glory Army. Ich finde so geil, eure Ali-Beschreibung, die feiere ich auch, ey. Ja, schauen wir mal in deine Burg rein. Ich hatte dich ja schon mal hier gezeigt. Oh, du machst wahrscheinlich gerade die Quest mit den ganzen Deko-Sachen. Wieder so ein Hängerchen. Trutzburg auf Stufe 2 hast du und keine Feuerchen, sehr schön, aber dein Lager musst du ausbauen, Schätzelein. Bau dein Lager aus, aber 3 Wirtshäuser, sehr, sehr cool. Lazarett auf Stufe 3. Ich muss mir die Lazarette auch mal in die anderen Burgen hauen. Muss jetzt langsam sein. So, nächste Folge müsst ihr auf jeden Fall einschalten, denn ich habe erste Gebäude gebaut, erste neue Gebäude. Boah, auch hier, ey, also dafür ist ja denn doch nicht die Quest. Weil hier in den APs zählen die ja nicht. Auch hier Lager noch Stufe 2. Welches Level bist du? Level 15. Ah, dann kannst du das ja noch gar nicht auf 3 bauen, glaube ich, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber schön, dass du auf jeden Fall dir so ein AP ergattern konntest hier. Nahrungs-AP. Ja, Todesblume.
Ich kenne dich ja noch vom Deutschland-Server und bin happy, dass du hier auch zu der. Ach, guck mal, hier ist auch Afkat in der Nähe. Ja, klar, okay, wir sind alle hier irgendwo in der Nähe. Die gehören zur Leilani-Allianz. Finde ich gut, dass ihr alle zusammenarbeitet. Vielen Dank, dass ich deine Burg ansehen durfte. Ich hoffe, du hast weiterhin viel Spaß. Beim Florentos bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, den ich jetzt zeigen werde, in welcher Alli der ist. 199 auf 305. Da bin ich gespannt. Oh, noch eine ganz, ganz. Ach, guck mal, der sitzt auch direkt neben mir. Da bin ich. Feilani. König Feilani, der Unbeugsame. Voll cool. Legendenlevel. Stufe 4. Na, zurück zu. Warte mal eben hier. Oh, guck mal. Der ist. Soll ich den mal einnehmen? Maus, Hüchs und Dollerei besetzen. Komm, lass uns den mal kurz ausspielen. Den. Guck mal, die Leute, die reißen sich überhaupt gar nicht mehr um die Monumente, ne? So, komm. Schauen wir mal. In einer Minute reicht es auch. Ach, Leilani Ali. Ja, sehr schön. So, Burg besuchen. Schauen wir mal. Du bist ja noch eine ganz, ganz kleine Burg. Oh, du hast so ein schönes Wappen. Ja, toll. Freut mich. Also, ja, ich weiß, die meisten kriegen jetzt Augenkrebs und so. Hier ist übrigens noch ein Türmchen, was du ausbauen kannst. Aber ich finde die Farbe toll. Ich finde, die passt sehr, sehr gut zum neuen Bergfried und überhaupt so. Also, wir haben ja richtig schicke neue Türme bekommen. Oh, ich finde das so schön. Till 1, ach, du heißt auch Le. Allianz Info. Ach so, die steht da um. Hä? Warte, Moment mal eben. Ich muss mal gucken hier. Till 1, Leilani. Heißt deine Burg so? Ja, die Burg heißt Leilani. Ach süß. Leilani heißt die Burg und du bist in der Leilani-Allianz. Also, wenn hier mal irgendwie jemand auf diese Karte kommt und hier bei uns in der Richtung spawnt, der denkt sich auch: What the fuck? Wieso heißen die alle gleich? Oh Gott, ey, wäre richtig cool. Lieber Till, danke schön, dass ich deine Burg ansehen durfte. Florentos kenne ich ja auch noch. Till 1? Moment mal eben. Ich sag doch, lieber Till und Florentos kenne ich ja noch. Okay, dann wird Florentos mittlerweile eine Ruine sein und Till 1 ist dann jetzt an seinem Platz gespawnt. Herzlich willkommen, Till, bei uns auf der Karte. Und ja, jetzt bist du unfreiwillig irgendwie in der Bogenfolge gewesen. Falls du nicht gezeigt werden wolltest, dann tut's mir echt leid. Aber gut, wenn du in meiner Fanallianz bist, dann wird's wahrscheinlich auch in Ordnung gewesen sein. Lieber Florentus, wo bist du abgeblieben? Wo bist du abgeblieben? So, als nächstes kommen wir zu Mick. Den habe ich auch schon mal gezeigt. Und da bin ich guter Dinge, dass der junge Mann noch da ist. Auf der 648311. Zack. Gondor, Viper Titans, juhu. Boah, Level 44. Also Mick, richtig geil. Ich bin so stolz auf dich. Wahnsinn. Und du bist auch noch in der Verbündetenallianz mit uns. Und schaut euch. Oh, ich habe ein Dorf eingenommen. Oh, ich habe ein Dorf eingenommen. Ich muss jetzt mal ganz, ganz schnell Wüste, Nahrung 673, Doppelpunkt 799. So, zack. Und warte mal eben. Rohstoffdorf erobert. Da ist es. Sehr, sehr geil. Leute, nehmt's mir nicht übel, wenn ich jetzt ganz schnell mal eben in meine brennende Lay gehe und meine Truppen wieder zurückschicke. Denn ich habe keine Lust, bin mir gerade hier nämlich einen fetten, ja, Rohstoffdorfkampf also immer wieder nehme ich die ein und dann werden die wieder weggenommen und hast du nicht gesehen. Und deswegen muss ich mal eben ganz schnell meine Truppen da rausziehen, weil ich keine, boah, weil ich keine Lust habe, dass gleich hier, ja, meine Leutchen dann weggesnackt werden. Ich habe nämlich, warte mal eben, zack, so, einer da drin. Haben wir vielleicht noch irgendwie Werkzeuge da drin oder so? Lass mal ganz kurz gucken. Ich schaue mal eben bei dem Rohstoffdorf. Sorry, ich zeig dich sofort, Mick. Ich war ja super begeistert jetzt gerade. Details und dann lass uns mal ganz kurz hin. So. Und. Oh, wer ist denn da? Oh! Hast du auch noch Dörfer? Nein, leider nicht. Lass mal kurz gucken, ob der vielleicht noch hat er nicht. Aber er hat auch auf jeden Fall hatte die Dev-Einstellung richtig. Die haben 50-50. Das wollen wir nicht. Wir wollen Nahkämpfer drauf haben. Wenn schon, denn schon. Leider nichts drin. Schade. Fortschritt? Was haben wir für einen Fortschritt? Ach so, ey Leute, ich habe da eine ganz krasse Quest gerade am Start, nämlich irgendwie 97 Mal Spionage. So, dann mal schnell zu brennenden Lay. Ich bin auch sofort fertig hier mit meinen Sachen, aber ich muss das jetzt mal ganz kurz machen.
Nein! Boah, ich bin so ein Idiot. Jetzt. So. So, 31 Leute wieder zurück. Und welchen nehmen wir denn da? Welchen hatten wir denn überhaupt genommen? Ich glaube, den Hinterhältigen. Ja, den nehmen wir und schicken den wieder zurück, weil ich glaube, der hat. Ah ne, der hat nur spätere Armeerückendeckung. Fuck! Dann nehmen wir einmal den Brecher. So, stationieren. In 41 Minuten zurück. Alles klar. So, dann ganz schnell wieder in die normale Burg. Zack. Und nochmal auf die Koordinaten vom Mick. Und da schauen wir uns auf jeden Fall mal an, was er da so fabriziert hat. So, 311. Oh, ich habe hier was richtig Geiles neben mir stehen. Ich habe mir nämlich gerade ein Sandwich gemacht, das so lecker ist. Gondor! Wollen wir nochmal reingucken? Und ich habe gesehen, du hast auf jeden Fall, ja, alles schon ausgebaut. Sehr, sehr cool. Hier überall stehen die Reiterstandbilder vom Mick. Sehr, sehr cool. Ja, ich baue ja die Holzfäller leider nicht mehr aus. Ich habe ganz im Gegenteil, wenn ihr die nächste Folge seht, dann werdet ihr sehen, was ich jetzt gerade tue. Du hast eine Menge Wachhäuser da, ne? Puh, ganz schön viel. Wirst du denn so viel ausspioniert oder sabotiert? Dir geht natürlich dann eine Menge Platz für Deko flöten. Na, also würde ich vielleicht nochmal irgendwie drüber nachdenken, ob du wirklich so viele Wachhäuser dann brauchst oder ob vielleicht nicht vier auf Stufe 4 reichen. Aber das muss jeder selber wissen, deswegen gehe ich jetzt erstmal schauen. Lale. So schön. Izzy Flair, the best dog. Cool. Ja, 8er Nahrungs-APs lohnt sich auf jeden Fall. Rein in die Burg. Du bist ziemlich weit von mir weg, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh, der brennt. Wie schade. Aber hier steht eine Bäckerei auf Stufe 4 drauf. Aber gut, in Kriegszeiten, da du ja auch bei den Titans bist, da bleibt nicht viele Burgen sind da verschont geblieben. Und ich bin schon echt happy gewesen, als ich gerade gesehen habe, dass deine Hauptburg nicht brennt. Ja, vielleicht hast du den aber auch irgendwie erobert frisch oder so. Und weil ich sehe gerade, hier sind ganz viele kleine Farmhäuser drin. Kann natürlich sein, dass du den frisch erobert hast und dass du deswegen jetzt gerade noch brennst. Und ich schau mal in Ley rein. Oh, mein Herz geht auf. Ja, auch der brennt auch. Auch der hat ganz viele kleine Farmhäuser. Also da würde ich eher dann wirklich davon ausgehen, dass du den erobert hast. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall zu dieser coolen Bäckerei. Und auch der Übungsplatz, der passt mir gut. Und ja, Stallung Stufe 3. Bist du mit dem AP auf jeden Fall besser dran als ich. Aber auch ich werde irgendwann so gute APs haben. So, Izzy Flair, schauen wir uns auch nochmal an. Der ist schon schön hochgebaut. Beziehungsweise auch schön hochgebaut und brennt ganz dolle. Uiuiui, der sieht ja genauso aus wie bei mir im Moment meine Eisburg, ey. Wahnsinn, da kommt schon wieder ein neuer Angriff rein. Ja, ihr seht, also wir haben ständig Angriffe drin. Zwar so über den Tag immer mal so, ich denke mal so 10. Und ich habe das nächste Dorf. Wie geil! Jetzt habe ich meine Nahrungsdörfer wieder komplett. Und das ist auch Wüste und das ist auch Nahrung. Und das steht aber auf der 642 Doppelpunkt 648. So, und da werde ich jetzt nicht nochmal mit euch reingehen, denn ich bin ja eigentlich durch. Lieber Mick, ich sag dir eins, ich habe auch gebrannt wie Hulle in jeder Burg und meine Burgen sind mittlerweile schon wieder gelöscht. Super, super geil. Du wirst es auf jeden Fall schaffen. Du hast richtig geile Außenposten. Du bist in der geilsten Alli, die hier auf dem Server ist. Und ja, wir halten auf jeden Fall zusammen. We are Titans, Baby. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Lieben. Wir sehen uns bei der nächsten Burgenfolge. Ihr könnt euch für Burgen 29 bewerben. Ich würde mich mega freuen, mal wieder schöne Burgen zu sehen. Immer wieder gerne aus irgendwelchen tollen Fan-Allianzen oder aus irgendwelchen Independent-Allianzen. Richtig, richtig geil. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Lieben. Bis dann. Tschüssikowski.